Ja, die Applaus. Da geht dann die GEMA. Da werdet ihr kaum eine Gruppe treffen, die sich mit mittelalterlicher Musik auseinandersetzt, die nicht zumindest eines dieser Lieder bearbeitet hat. Zum Beispiel gute Bekannte von uns, die Gruppe Chorus Corax, hat eben dieses Lied vertont. Wir haben eine andere Version gemacht, sie singen die Textvariante La, 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 da, la, 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 la. Das ist ein gutes Lied geworden. Sie hingegen singen den Originaltext, singen den Originaltext und wissen nicht, was er bedeutet. Danke dir.